Ich will Leder haben, kein Fleisch. Mit der Brille sieht das so behämmert aus. Ja. Ich weiß, wieso ich trinke diese bestimmten Hut machen will. Nicht zuletzt, weil ich Hut-Fortress-süchtig bin. Nein. Hut-Fortress Ist ja ist schon toll. losgerannt. Ja. Ah. Da ist er gestorben. Ja, vom Bergfallen ist nicht so toll. Nee, das stimmt. Ich würde sagen, wir können ja mal rechts lang laufen. Au. Ich fucking brenne. Ich schon fast wieder tot bin. Ich komm mal heil, schon bin ich fast wieder tot. Hässliche Vögel, ey. Diese Kackvögel, ich weiß nicht, wie ich diese Viecherratten nenne. Horror. Ich darf noch ein bisschen warten. So. Da ist an Kohle vorbeigerannt. Ja, 75 einstecken und ich wollte erst mal das Vieh morden. Ach so, siehst du, du hast ja bestimmt die Ansicht auf. Auf groß halt. What the f. Warte mal, auf 2, ne? Hab ich auch. Ich glaube, ich hab's ganz groß. Na, 2, 3 und 4 gibt's. Ja, 2. Ist ja ganz nah dran. Boah, irgendwas in die Richtung so. Komm, pfeile es. Hätte ich was jetzt mit dem Random Pfeil getroffen, ne? Du hast auch einen Bogen, benutze ihn. Oh mein Gott, Waffen switchen. Schön, wie die Pfeile zerschellen. Hm. Kupfer. Ah, ein bisschen Kupfer. Dann ist auch ein bisschen. Zu gut zum Treffen hier. Arsch. It runs away. Und dann wurde es erschossen. What? Ah. Well, that was fast. So. Wie er noch in die Giftwolke gelaufen ist. Wenigstens haben wir jetzt schon mal ordentliche Waffen. Also. Ja. Im Gegensatz zu den Anfangswaffen. Das ist echt gar nicht. Aber im Gegensatz zu den Endwaffen ist das einfach nur scheiße. Jetzt, im Gegensatz zu den Endwaffen. Mit den ganzen Gewehren und alles, ey. Ja, und dann haben wir mit über 4000 Schaden pro ja. Hit. Ach so, das Eisen. Das ist aber relativ schwer erkennbar in dem Boot. Finde ich nicht. Du bist ja die Zigeunerschlampe. Ich bin ein erfahrener Zigeuner, keine Zigeunerschlampe. Ich hab mehrere Jahre Erfahrung in Terraria-Zigeunerung. Weißt du immer noch, was mein meiner Freunde mich deswegen hasst? Mein Gott. Ist das viel gerade in mein Schwert reingesprungen? Maybe. Harakiri und sowas. Weg. Ist Bescheid. Das hab ich gesagt.
Das. Ich habe schon den Atemzug von dem Vieh gespürt. Den Atemzug und dann wurde der Kopf abgetrennt. Ja. Ich glaube, dort ist irgendetwas Leuchtendes. Was, wenn einfach nur die Taschenlampe? Alter, die Kupfer, Eisenader. Nett. Ich habe das ohne Licht schon erkannt, dass es eine große war. Bin halt gut in Erkennen. Kann sein, dass du deine Helligkeit relativ hoch hast. Ich glaube, ich habe es standardmäßig beim PC fast ganz oben. Ja, bei mir ist es nämlich quasi bis auf die Oberseite von der Oberfläche hier ist alles stockduster, komplett tiefschwarz. Also ich sehe nur, dass gut ein Block noch da drunter ist noch ein bisschen was sichtbar und dann auch nicht stockduster. Du bist okay. In den Angriff reingesprungen. Das Vieh hat dich nicht mehr getargetet. Ja, das ist ja das, was mich gerade so ein bisschen erstaunt. Eigentlich ignorieren die ihn doch dann komplett. Aber ich glaube, der Angriff trifft einen trotzdem. Weil ich irgendwie so dumme Gefühl. Wesen. Tja, deswegen schlachten wir sie auch dauerhaft. Weil sie es verdient haben. Ja. Also nicht anders so. Ach, da ist ein bisschen Gold. Ich habe ja gerade eine Party von drei Viechern. Okay, zwei sind in den Untergrund geflüchtet. Das ist bloß noch eins. Die haben schon dich gesehen, wollten überleben. Wahrscheinlich wirst du sie jagen und töten. Oder? Die sind hinter mir her, weil ich einfach keinen Bock habe zu kämpfen. Also waren sie einfach noch zu blöd. Das ist sowieso. Oh, jetzt hab ich noch so gefiederte Viecher in mir, ey. Grüne. Aber. Die passen zu dir, die sollen dich angreifen. Au. Ich habe noch ein Vieh mit meinem Tod mitgenommen. Boah, jetzt ist er auch gestorben. Jetzt will ich doch gar nicht, wie weit ich laufen muss. Ich wurde von den Viechern belagert. Mein Gott, es schießt mit Seifenblasen auf mich. Warum, jetzt wundert mich immer noch, warum die Seifenblasen einen wehtun. Weil Seifenblasen. Natürlich, und ich hab meinen Karren natürlich in die Kiste gepackt. Ah. Denn was? Mein Karren zum Schlafen. Achso, ja. Hast du Pech gehabt? Ich warte einfach auf dich. Ich werde gerade von ein paar Viechern belagert, von daher. Nichts Neues. Klingt echt nichts Neues. Gib mir euer Fleisch, ihr hässlichen Viecher. Ich kümmere mich in der Zeit hier ein bisschen um diese Pflanzenroben, die hier hängen. Blend Fiber. Jo, können wir gut gebrauchen. Oh ja. Holy fuck, das ist ein Vieh mit Blitzen. Geh weg, du hässliches Etwas. Kind erinnert sich noch dran. Na, du, wir wurden doch später von dem gleichen Vieh gekillt mit Blitzen. Ja, deswegen. Wollte ich doch dringend, dass es sich verpisst. Und später, und ich hab's hingekriegt, es mit Pfeilen zu mohren. Pfeile sind toll. Pfeile sind toll. Schusswaffen sind aber noch toller. Toller als Pfeile, oh mein Gott. Ja. Vor allem, wenn man sich was Nettes kreiert, dass man endlich Energie hat oder so. Oh ja. Und dann mit so einer Schnellschusswaffe rumballern. Hi. Guten Tag. Du kommst von dort oben. Wow. Viel besser ran. Ja. Oh mein Gott. I'm fucking still alive. Oh fuck, das sind zwei von denen. Geh weg, du hässiges. Etwas. Ja. Yep. Vor allem hat mich der Angriff noch erwischt. What the fuck? Ah.
Oh, guck mal mein Leben an. Ja, du hast auch fast gar nichts mehr. Oh. Oh. Also, ne? Nimm mal ein paar hier Bandagen. Holy shit. Ey. Alter Falter. Ich hatte 0,1 Leben. Gefühlt, ja. Hat es eindeutig. Aber es wird schon wieder Tag. Hm. Am Anfang sind die Bandagen noch sinnvoll. Aber dann irgendwann. Irgendwann kann man sie verbessern, aber dann bringen sie auch nicht allzu viel. Dann muss man Burger farmen. Die bringen aber wirklich was, auch später. Also das wirklich, die bringen dann was. Man muss wirklich versuchen, dann das Burger-Rezept zu farmen. Oh ja, das haben wir ja jetzt nicht mehr so genau. Als Mensch hast du es ja. Ja, das ist so Mensch auch gut. Ein richtig geiles Heil-Item. Das heißt, bei den Dörfern mehrere diese Köcher klappern, die dann vielleicht Rezepte verkaufen oder so. Ja, das stimmt. Bevor wir sie alle abschlachten. Und eventuell Glück haben, wenn man sie abschlachtet, dass ein Spawner droppt. Ja. So ein Koch, dann kann man sich schon die Materialien holen. Weil ich weiß, braucht man rohes Fleisch und Brot. Ja. Brot können wir uns ja selber anbauen. Ja. Jetzt buddel ich. Kümmere mich um das Viehzeug hier. Mäßige Viecher. Wie mich die Wolke noch erwischt hat, ne? Ja, die Wolken sind böse. Oh. Das Vieh ist ein Affe. Du tötest deinen Kumpane. Schon die ganze Zeit. Dein beminderter Kumpane. Oh Gott. Aua. Und das sind, wie hießen sie? Schnabeltiere. Pelzige Schnabeltiere. Die nicht nass werden können. Erstmal ein bisschen abbauen hier im Loch. So. Ich glaube, hier waren wir schon. Maybe yes. Wenn er gleich ein Dorf kommt. Ja, ja, hier bin ich gestorben. Also nur ich war hier. Diese Schnabeltiere kann man gut erschießen. Wow. Die kann man gut erschießen, flupp. Rennt da ein Angriff rein. Das Vieh, wo hat sich eigentlich getarget, warum hat sie mich dann attackiert? Das ist Bobby vor uns. Weißt du, wie ich sie liebe, abzuschießen? Ich ignoriere jetzt mal kurz euch das Eisen. Ja. What the fuck? Oh fuck, geh weg. Ja, war schnell. Jetzt wieder ein Dingens. Ist schon tot? Nein! Meine Sicherheitswand schützt mich. Nee, ich meine, ob es schon tot ist. Achso, bist du schon tot, oder nicht? Und jetzt hat ein hässigen Schild gedroppt. Yeah, noch ein Schild. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie hier Waffen wollen, ne?
epische Waffen. Nein, wir kriegen hässlichen Schild. Ich weiß noch das erste Mal, wo wir auf so ein Vieh getroffen sind. Wir sind eigentlich kreischend weggerannt. Ja. Mittlerweile beprügeln wir die Viecher, als wär's. Keine Ahnung. Nichts. Ja. Das Einzige, was wir im Kopf haben, ist dann. Waffen! Das ist auch wirklich so. Ja. Das ist so bei jedem so, der spielt schon etwas länger zockt. Am Anfang fürchtet man sich von denen. Ein paar Stunden später. Ja, damit. Wir müssen unbedingt hunderte Glitchdörfer ausrotten. Wir brauchen Armbrüste. Ja. Einfach nur, weil Armbrüste geil sind. Mhm. Armbrüste sind toll. Einfach über die Viecher drüber springen, über die schwarzen. Geht klar. Nachmache habe ich auch schon gemacht. Machst du die ganze Zeit so. Das machen wir fast immer. Ja. Ich meine, die Viecher sind auch gut dafür. Aua. Du, du hässliches blaues Affenvieh. So, ich bin gleich da. Habe ich das Gefühl. Das Gefühl trügt. Das, und du siehst aus wie Kleid weg. Ah. Scheiß Giftwolke hier. Das sieht so makaber aus mit der Brille, ey, ohne Spaß. Wäre das so eine Art Schweißerbrille oder so, also nicht so rot, würde ich sie noch sogar noch feiern, zum Teil. Ja, Jens, bleib mal schnell. Ja. Ey, Bandagen. Mein Stab wird hier erschießen. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Das war irgendwie so klar, dass du das bringst. Das war so klar. Als Deponia-Spieler muss man sowas bringen. Ja, echt mal. Monkey! Die! Ich hab's erschossen. Die, Monkey, die! Hab ich grad einen Baum beschossen? Da hat das Abbaugeräusch gespielt. Nee, weil ich den erwischt hab mit der Spitzhacke. Deswegen. Achso. Okay. Whatever. Jetzt wird das schon wieder Nacht. Was ist das für ein Drecksplanet? Ein hässiger Drecksplanet. Wah! Verdammt. Ich stoß mal einen Daumen in den Kopf, ey. Warum ist das Vieh so schnell gestorben? Es hatte eine Herzschwäche. Hab ich auch. Es hat ein Nervenleiden. Hatte. Es ist ja mittlerweile tot. Die Seele hat immer noch ein Nervenleiden. Mein Gott. Nein. Die Viecher haben keine Seele, sie dürfen sowas nicht besitzen. Wenn ich jetzt fies war, würde ich sagen wie Gingers, ne? Aber ich habe ja nichts gegen Ginger. Au. Wird abgefackelt, aber da oben liegt Leder. Hol das Leder. Hab ich. Yay. Yay, EA. Verdammt, was brauche ich? Was muss ich nochmal bauen, damit ich mir das basteln kann? Also. Ich weiß gar nicht, dieses hier. Jans. Gorn, ja, Jan. Jan, Kack. Gott, wo kann ich das jetzt hinklatschen? Muss man wohl noch eine Ebene reinbauen. Hier, War Shackles. Ich habe bloß diese Farmer Tools hingebaut, weil dort noch Platz war. Ja. Können wir auch jederzeit wieder abreißen. Die können wir auch hier in den 3D-Printer reinschmeißen. Können wir die uns jederzeit wieder bauen. Ja. 15, 25.
33 Leder brauche ich insgesamt. Ich habe eins einstecken. Ich habe 7. Und in irgendeiner Kiste war auch noch einer oder zwei. Ich glaube mitgenommen das eine. Ach so. Okay. Ne, das ist noch mal eins. Ne, schon 8 Leder. Sehr everywhere. Hab ich irgendwie auch so ein Gefühl. Warum klingen die ganzen Viecher wie Ziegen? Vielleicht brauchen die Entwickler keine Ziegen. Maybe. Wer weiß. Die, Bitch, die. Die, Motherfucker, die. Tentakel, oh mein Gott, Tentakel. Yay, Tentakel. Das ist eine große Station, so eine Boost-Station. Okay. Viel Spaß, ne? Die nütze ich aber nicht ohne dich. Mach einfach. Du sollst mit mir sterben. Nein, Speed ich bin zu weit entfernt. Cool. Du musst sterben. Egal. Du hast keinen Bock hier alleine durch die Mutternick zu laufen. Das glaube ich dir. Mal gucken, vielleicht. Well, ja. Das braucht Tomato. Kann mal wieder Tag werden, ey. Oh ne, das ist schon wieder so ein großer. Na Klötze. Ich muss mir erstmal hier eine Deckung bauen. So ein Schießstand, wie es da. Wie du es immer machst. Ja. Oh. Kein Bunker. Bunker sind immer toll. Leben die Bunker. Es lebe der Sport. Sport ist Mord. Ich kann es wiederholen, ich kann es sagen. Auf dem Sport schon bei mir umgenietet hat. Hey, ich habe gleich 26 gebratenes Fleisch. Nett. Das nur, weil ich alles mit einem Bogen erledigen will. Für Leder. Vom das Vieh, na, das sieht aus wie ein grün-rosanes Krokodil. Na klasse. Aber das hat sich irgendwie festgebackt. Okay. Das steht an einer Stelle. Hat zwar Bewegungsanimation, aber das kommt nur voran. Ja, das ist festgebackt. Mein Vorteil. Headshots ohne Ende, ja. Boom Headshot. Zwei Balken, ein Balken. Gleich stirbt's. And dead. Hat's gedroppt? Warte, ich muss mich erstmal rausbauen. Useless Schild. Eine Blume. Na klasse. That's bloody useless. Ja. Warum droppen die mittlerweile bloß so hässliche Schilde, ey? Keine Ahnung, ich find's grad genial, wie mein Charakter den Kopf immer nach vorne bewegt. Und wenn er die ganze Zeit eine Taste nach links und rechts drückt, das sieht so stumpf aus. He's dancing, kill him. Das sieht so behindert witzig aus. Schön.
Okay. Von zwei Seiten von diesen komischen rosa Viechern besprungen werden. Ist klar. Anita Copper. Nettes Eisen, ne? Joa. Etwas. Oha. Jetzt hättest du nur noch warten können, bis das durch ist. Ach, no. Ich habe genau genug Kupfer für eine Chess-Piece. Also, Brille oder Helm? Was möchtest du? Also, Brille oder Brustplatte? Das ist mir egal. Ist dir egal? Ja. Was? Dann, I want that Eisen. Was ist das drin? Yeah, I'm walking. I'm walking. Irgendwie müsste man so hinkriegen, dass man so auch Gegner drin verpackt. Eine Tür. Die Tür. Die magische Tür. It's in bed. Tür. Ja, da sind jetzt mal zwei dieser pinken Viecher im Loch. Ja, die hasse ich, die Viecher. Die ist mir viel zu schnell. Bin schon alt. Kann man so sagen. Von der Klasse. Da pisst euch, ich hab ein Schwert. Ich hab erstmal beide mit einem Schlag gemordet. Ist auch geil. Verpisst euch, ich hab ein Schwert. Bananenbrot, Bananen. Bananakorn. Bananenbacon, ja, ist klar. Bananafofen. Das ist was anderes. Ding, ding, was. Ding, ding, Bananafone. Ding, ding, Bananafone. Das ist so stumpf eigentlich. Das ist geil. Ja. Also ich feiere es auch. Was macht dieses hässliche Schnabbeltier dort? Ich habe nicht mal Folge abgeschossen. Hat einen Treffer kassiert. Well? Es wurde durch Magie verletzt. It died. Lol, it died. Lol, lol, it died. Du bist du. Ah. Ich hasse das Spiel noch abgrundtief, weil es so perfekt schwer ist. Aber das ist mal wieder witzig. Wo hast du eigentlich die ganze Kohle gebunkert? Inventar noch. Du hast quasi die ganze Kohle ins Inventar genommen. Ich hab sie behalten, ne? Nee, weil ich hatte ja auch schon welche in die Kiste gepackt. Ich glaube, da waren sie in einer Truhe drin, die ich abgebaut hatte. Hab sie Gott ignoriert. Das kann sein. Nee, wofür willst du die Kohle? Nee, ich hab mich bloß gewundert. Achso. Ist jetzt nicht, dass ich unbedingt jetzt Kohle brauche. Ich brauche Kohle, gib mir Geld. Gib mir das Geld, dann kann ich dir das Geld geben. Ja. Ich weiß, es ist der beste Konter. Das stimmt allerdings. Geh sterben, du Schnabeltier. Niemand mag Schnabeltiere. Den verletzen wollen. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier.